Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das ist mein Wochenupdate Woche 21 aus dem Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Am Montag, da habe ich mir dann quasi freigenommen als Ersatz fürs Wochenende. Dennoch habe ich so ein paar Bilder für mich bearbeitet, von der Breminale noch und auch für die Künstler. Weil im Nachhinein fand ich total cool, dass einige Künstler meine Bilder benutzt haben oder darauf reagiert haben und ich eine positive Rückmeldung bekommen habe von einigen Künstlern zu meinen Bildern und auch Außenstehenden. Und auch von der Zeitung habe ich eine positive Rückmeldung bekommen und das hat mich einfach sehr gefreut. Das war so mein Montag. Ein bisschen abschalten von dem Wochenende. Es war was zu tun für mich, aber nicht so stressig wie das Wochenende, wo man quasi dann abends das Festival gemacht hat, dann noch kurz eine Vorauswahl getroffen hat oder schon bearbeitet hat und die Bilder hochgeladen hat, dann geschlafen und wieder Bilder bearbeiten und wieder zum Festival. So, das war der Montag. Am Dienstag habe ich weitere Fotos bearbeitet für die Zeitung, zum Beispiel noch Autofotos und Mails geschrieben. Und noch so ein bisschen Orga gemacht, geguckt, was kann ich die nächsten Tage wie planen und wie klappt es am besten. Am Mittwoch, da wir wieder das grüne Sofa treffen, diesmal zusammen mit dem neuen Praktikanten und mir und beiden Chefs. Da haben wir dann quasi einmal die erste Reportage von ihm besprochen. Die zweite von ihm haben wir besprochen. Dann haben wir meine Reportage zum die Langzeitreportage über das Weserwehr, wo das was erneuert wird, das haben wir dann quasi von mir einmal besprochen und die Bildauswahl ungefähr getroffen, reduziert von, glaube, so 16 runter auf 10. Also ein paar Bilder rausgeschmissen und damit gehe ich jetzt zum Grafiker und beziehungsweise habe mich auch schon bei denen gemeldet und dann bin ich gespannt, wer von denen die dann bauen wird und machen wird. Aber dazu gibt es dann einfach mehr, sobald die online ist. Das dauert noch ein bisschen, mindestens 2 Wochen, denke ich mal. Dann habe ich noch einen Vorschlag gemacht zu einer möglichen neuen Reportage. Haben kurz besprochen, was demnächst noch so anstehen wird. Und das war es eigentlich vom grünen Sofa. Dann ging es für mich zu einem neuen Termin. Nämlich ging es um das Thema Bye Bye Hotel Mama. Da sind wir dann nach Achim gefahren. Ich glaube, so heißt es. Auf jeden Fall nach Ostfriesland oder nach auf jeden Fall im Norden von Deutschland. Und haben dort von der Landwirtschaftskammer ein Seminar besucht, wo junge Leute, junge Erwachsene, wenn sie ausziehen von zu Hause, etwas lernen können. Wie macht man Wäsche? Wie putzt man richtig? Worauf muss man achten? Wie kocht man? Was kann man machen, um einfach gut durchs Leben zu kommen? Also gut ins Leben reinzukommen, vielleicht für die erste WG, die erste eigene Wohnung. Das habe ich dann quasi fotografisch begleitet. Einige spannende Fotos entstanden. Genau, das war sozusagen der Termin, der ging relativ lang. Und das war's mit dem Mittwoch. Kommen wir zum Donnerstag, da habe ich wieder Fotos bearbeitet. Die von der Paddeltour, die von dem Bye-Bye Hotel Mama und noch ein bisschen recherchiert und ich glaube auch noch ein Autofoto noch fertig gemacht. Ich habe jetzt noch 2, die ich machen muss, noch den Jaguar und den Audi. Dann ist das auch fertig. Donnerstag ist damit abgeschlossen. Am Freitag hatte ich Urlaub, habe ich mir genommen, einfach ein bisschen eigene Projekte fertig zu machen, habe eigene Bilder bearbeitet, nichts mehr für die Zeitung an dem Tag. Also ein bisschen den Kopf frei bekommen von den Sachen für die Zeitung. Und heute am Samstag habe ich eine neue Fotoreportage gemacht zum Thema Showreiten. Da haben wir das Training begleitet, also von Pferde kurz fertig machen bis hin auf dem Platz zu dritt mit einem Spotter quasi dann das Training durchgeführt, dabei fotografisch das begleitet und die Bilder. Das war es somit heute damit. Und die Bilder mache ich morgen am Sonntag fertig. Und das ist dann auch schon wieder mein Wochenende. Ein bisschen am Wochenende gearbeitet und dafür dann nächste Woche ein bisschen weniger. Ja, das war meine Woche 21. Ich hoffe, dass dieser Einblick hat euch gefallen. Bis zur nächsten Woche. Über einen Kommentar, Like oder Abo würde ich mich sehr freuen. Ciao!